Die pflanzen wir dann einfach da vorne mitten auf den Weg. Auf dem Weg natürlich nicht, aber mitten da in die freie Fläche. Moment, die sind da, wenn dann überhaupt. Blumen, Saatgut, nee. Setzlinge. Einer. Ein einziger. Na gut, einer ist eben mehr als keiner. Dann bauen wir den an. Wo haben wir den hingelegt? Da. Machen wir einfach mal da vorne hin. Und da muss auch noch irgendwie was hin. Das ist einfach nur dieser Weg da. Ein bisschen Gesträuch, ein paar Blumen. So, plopp. Einfach mal dahin. Ah, habe ich Knochenmehl? Ich müsste... Ja, da habe ich Knochenmehl. Yes, nein. Ja, da haben wir ja was. Ja, ist nicht besonders groß geworden, aber wir hauen das Holz gleich ab. und warten darauf, dass Setzlinge runterfallen. So, dann kann ich ja jetzt erstmal hier schon... Das, wie mache ich den Boden? Ah, den mache ich aus Bruchstein. So. Ah ja, jetzt muss ich mal sehen, wo das eigentlich hin soll. Das kann ja ruhig ein etwas größerer Schuppen sein. Ich nehme einfach mal hier das hier als Begrenzung. Da. Wie tief der wird, weiß ich noch nicht. Das muss ja nicht so tief werden. Ah, eigentlich könnte man da sogar offen lassen. Oh, da ist schon ein Setzling gefallen. Sogar noch einer. Na, noch einer. Ah, sehr gut. So. Du einer dahin und da. Dahin. Habe ich noch Knochenmehl? Nein, leider nicht. Ihr müsst jetzt einfach so wachsen. Aber ich sehe schon, das kriegt ihr hin. Da oben ist noch Holz. Ja, das fällt gleich runter. Bruchstein haben wir hier. So. Moment mal, ich glaube, das reicht hier so als Gehörs. Ist da noch einer runtergefallen? Nee. Noch nicht. Na, kommt schon noch. Okay, das haben wir da auch mal zu. Also, dann haben wir jetzt hier die Breite schon mal. Da kann ich jetzt hier mal frei machen. Ich lasse dann einfach nach vorne mal offen. Das ist bestimmt schön. Das habe ich in einer anderen Welt mal gemacht, in der ich jetzt auch nicht mehr spiele. Wie sieht's aus hier? Nee, immer noch nichts. Ah nee, das braucht ihr noch gar nicht. Doch, da muss der Holz hin. Irgendwann kommt das sowieso alles weg. Ah, jetzt habe ich wieder was im Halse. Naja, vergeht schon wieder. Ein Thema habe ich auch nicht mehr. Über Sport habe ich auch schon ein bisschen geredet. Ja, ja, aber Moment mal. Ich kann euch ja mal fragen, was ihr denn so für Sport macht. Das würde mich mal interessieren. Macht ihr überhaupt Sport? Sport ist doch wichtig. Hält gesund und fit. So, wie sieht's aus? Da noch. Und dann muss ich den Boden noch reinlegen. Ja, das mache ich jetzt auch noch weg hier. So. Die Tiefe lasse ich jetzt erstmal. Ah ja, ich brauche... Naja, das Rückwand. Ja, doch. Soll ja dann auch aus Holz sein. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Nö. Oh, was haben wir denn da? Da kann man ja drunten durchlaufen. Oh, da ist das Hühnchen immer noch drin. Ach, irgendwann hole ich das auch noch raus. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Hier vielleicht? Ja. Dann muss ich aber das hier auch noch wegmachen. So. Und es wird schon wieder dunkel. Mann, nervt mich das. Aber ich habe hier ein Bett. Das Bett, wenn ich das schon hier habe, dann stelle ich das einfach mal dahin. So. Ach, ich gehe einfach mal das Risiko ein und lege mich dann mal in das Bett hier. Dann werden wir schon sehen, was draus wird. Wird schon nicht gleich angegriffen werden. Und wenn doch, ja, dann muss ich eben kämpfen. So, das lasse ich mal hier so. Das kann auch mal so bleiben. Ich kann hier noch ein bisschen was weghauen. Da geht auch noch.
Ach, das Bett steht dann gleich ein bisschen in der Luft. Macht nichts, wird gleich wieder unterfüttert. So, noch was? Ne, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. So, das Bett steht wieder sicher und wackelt nicht. Ne, da und da. Ja, ich probiere es jetzt mal aus und lege mich dahin. Ja, es scheint gut zu gehen. Es ging gut, ja. Wie sieht es jetzt aus hier mit... Das ist jetzt alles weg, aber... Und ihr seid immer noch nicht gewachsen. Ja gut, wie viel Fichtenholz haben wir denn? 5. Ey, Moment, hier. Ja, da haben wir ja 20 Blöcke. Moment, jetzt kann ich das hier auch noch weghauen. Ja, 20 mal Bretter. So, also, wo haben wir sie denn? Ach, hier. Ja, das gefällt mir. Aber das, ja, da muss das Außen auch noch weg. Das sieht sonst nicht gut aus. So, und da oben muss auch noch, also eine Dreierhöhe. Ja, eine Dreierhöhe ist ganz gut. Ja. So, dann machen wir hier mal diese Mauer noch hin. Oh, eine Fackel ist abgefallen. Ja, jetzt habe ich nur noch 8 Blöcke davon. Das reicht natürlich nicht weit. Aber wir haben da auf jeden Fall erstmal was. Das muss also hier noch eins tiefer werden. Machen wir das doch eben. Dann kann ich den Boden noch mal auskleiden hier. Ach ja, und die Decke muss ich auch noch eins erhöhen, weil da ja auch noch... ups, das Holz hin soll. Oder machen wir da irgendwie ein Steindach drauf? Boah, nee. Erstmal nicht da hier. Irgendwie so, da ging es hoch, genau. Und da. Okay. Bruchstein haben wir hier. So, das, da muss der Boden hier auch noch weg. Ah ja, jetzt wird die andere Hälfte des Bettes da untergraben. Unterfüttert gleich. So, sind die Gedanken wieder schneller als die Worte. Okay, da. So. Der hier, der und der. So, gut. Moment, jetzt muss ich den aber noch eins tiefer machen. So, denn da soll dann die Rückwand hin. Das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir erst eben genug Bretter haben. Ja, die wollen hier nicht so recht wachsen. Ja, das kommt schon. Oh, da geht die Spitzhacke kaputt. Ich habe immer noch keine verzaubert. Hm, das machen wir dann ein andermal. Jetzt hauen wir erstmal das hier noch ab. So, dann sieht man dann auch die Holzmauer hier. Schön, also die Holzwand. Na, alles mitnehmen hier. So, wo komme ich jetzt da wieder raus? Da ja nicht, aber hier, genau, da ging's raus. Ah ja, da kann ich schon mal Erde reinhauen. Habe ich ja hier, so. Ha, wird gleich zu Gras. Und da. Oh ja, da auch. Nee, komme ich gar nicht dran. Oh, da ist aber Erde, die ich wegmachen kann. So, schön. Ja, und das soll dann auch noch weg als Dach. Okay, hier. Das, nee, das könnte... Nee, doch, das muss auch weg. Das soll ja alles mal weg hier. Ich kann es ja mal von oben hier machen. Wenn ich hier hochkomme. So, alles mal einfach hier weg. Oh, da falle ich schon wieder rein. So, ja, ich wollte eigentlich gleich Schluss machen. Ja, da muss ich jetzt auch mal.
Aber wir haben heute aber richtig was geschafft. Das ist schön. Oh, genau, hier. Wie sieht's denn aus hier? Ach Leute, ist das schön hier? Ja. Da müssen noch, also mir jedenfalls gefällt's. Da müssen noch, noch Fackeln hin, überall. Ja, und die beiden Tore, das ist eigentlich ganz gut so. Ich kann aber am anderen Ende auch noch zwei Tore machen, wenn ich mal von der anderen Seite komme. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Aber das kann man dann mal machen. Zeit ist abgelaufen, Zeit ist abgelaufen. Ich will aber nicht aufhören. Ich muss aber. Und ich muss auch mal ein bisschen Dingsbums einpacken. Ein bisschen Knochenmehl. So, irgendwie, also ich will einfach noch nicht aufhören. Ja, dann mache ich, dann überziehe ich ein bisschen. Also ich hau das Dach jetzt hier noch frei. Ich habe noch kein Holz, was ich da hinlegen kann, aber das macht jetzt erstmal nichts. Ich kann es nicht ändern. Ja, ich muss da warten, bis die gewachsen sind, aber das sind sie noch nicht. Und dann habe ich erst wieder Holz. Leider war es nur ein Setzling. Aber immerhin haben wir jetzt drei und die haben wir auch schon angepflanzt. So, das auch noch hier. So. Ach, wenn das so frei liegt, dann könnte man sich doch glatt mal überlegen, ob man da wirklich ein schönes Dach drauf macht. So, hier. Also so ein schräges Dach, nicht einfach so ein... Moment. Ja, nicht einfach so ein Flachdach, sondern... Irgendwie was mit Schräge. Aber ich glaube, so ein Flach... Naja, da wollte ich doch gar nicht. Naja, egal. So ein Flachdach sieht wohl nicht schlecht aus. Ach, da stand ich vor dem Bett. Genau, deswegen. Okay. Ja, das reicht jetzt erstmal hier so. Wie sieht es jetzt aus? Ich habe doch noch... Ja, komm hier. Das machen wir eben noch. Aber da vorne noch zwei Gatter hin. Ach ja, und damit ich mich orientieren kann, auch die Fackeln. So, da war das 1, 2, 3 und dann 2 freilassen. Nee, aber das ist doch voll unsymmetrisch. Nee. Das ist, nee, da kommt keine Fackel hin. Da in der Mitte. Genau, und dann hier 1, 2, 3. So, dann hier. Ich will ja nichts ernten. Noch nicht. So, aber das, glaube ich, ist ohnehin schon reif, oder? So, und so ist es hier richtig. So, das sieht danach aus. Da eine Fackel drauf. Und dann hier eine hin. Und dann 1, 2, 3. Und... Nee. Moment, also jetzt komme ich wieder ganz durcheinander. Doch. Also hier auf jeden Fall und da auch. So. Genau, dann 1, 2, 3, dahin und da 1, 2, 3. So, und hier kommt das Tor hin. So, jetzt haben wir auch das gemacht. Gucken wir uns nochmal an, wie es aussieht. Fackeln an der Seite kommen auch noch dran, aber jetzt erstmal noch nicht. Oh, ich muss essen. Ich muss essen, sonst kann ich gar nicht mehr laufen. So, und eine Straße soll hier auch noch lang. Oh, da ist ja schon was gewachsen. Ha, da überkommt mich wieder der Spieltrieb. Ich muss einfach... So, ich brauche das Holz. Ist alles Holz weg hier? Sieht so aus. Okay. Dann soll das mal alles abfallen. Dass wir wieder Setzlinge kriegen. Ne, Schaufel ist da. Ja, so sieht das doch viel besser aus. Okay, dann mache ich jetzt hier Schluss. Ah, wir haben schon was geschafft. Da einen Weg angelegt, der aber noch schöner werden soll. Und dann hier. Ah, das ist doch wunderbar. Ja, das gefällt mir. Okay, gut. Dann also Schluss für heute. Ich bleibe einfach mal hier stehen. Mal sehen, wo wir das nächste Mal weitermachen. Vielleicht auch gleich nochmal hier. Okay, also dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.